Und wir fangen an mit Clemens Hammacher und Daniel Kempf. Clemens Hammacher ist quasi Piano in allen deutschsprachigen, Mr. Piano kann man sagen, in allen deutschsprachigen Ländern. Und Daniel Kempf ist, ja, er hat viele Hüte auf. Mr. Digital, darf ich vielleicht sagen, bei der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Und wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Gespräch. Und ja, the floor is yours. Lassen Sie sich von mich nicht irritieren. Ich bin nur stumm dabei. Vielen Dank, Jochen. Danke. Ja, erstmal herzlichen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier dieses kurze Interview zu machen auf der BeBetter. Und vielleicht starten wir damit, also die allermeisten werden euch kennen, aber dass du so eine ganz kurze Vorstellung zu PD Digital machst. Gerne. Also die Mediengruppe Pressedruck in Augsburg ist eine der größeren Regionalmedienhäuser in Deutschland. Wir haben ja einen Neuzugang. Hallo. Wir haben ja im Kerngeschäft die Medientitel, also Augsburg Allgemeine, Südkurier Mainpost, eine Beteiligung am Allgäuer Zeitungsverlag. Und PD Digital ist die Digitalunternehmenseinheit der Mediengruppe. In der PD Digital bündeln wir Digitalaktivitäten. Das sind im Endeffekt drei Säulen. Die erste Säule sind unsere Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen, die sich quasi komplett in Digital-Only-Geschäftsfelder richten. Die zweite Säule ist, dass wir digitale und Innovationsprojekte mit einer Einheit unterstützen, der PD Next. Und das jüngste Kind bei PD Digital ist der Digital Hub, wo wir Technologie und Data-Themen für die Gruppe und die Medientitel zusammenführen und orchestrieren. Und da verstehen wir uns eben als Enabler für unsere starken Medienmarken, die ich gerade aufgezählt habe, um die einfach technologisch auch zu unterstützen, aber auch in der Weiterentwicklung von Produkt und von Geschäftsfeldern. Und diesen Digital Hub, den habt ihr so vor einem Jahr ungefähr gegründet, ne? Kurz vor der Pandemie, genau, also wir haben quasi Mitte 2019 haben wir das Konzept entwickelt dafür und sind dann Anfang 2020 an den Start gegangen. Und das Spannende daran ist, dass wir im Digital Hub verschiedene Charaktere und auch Know-how zusammenführen und bündeln. Es sind Kollegen dabei im Hub, die schon seit vielen Jahren in der Mediengruppe tätig sind, aber wir haben auch ganz neue Kollegen mit an Bord geholt. Und was die Kollegen alle eint, ist, dass sie quasi gemeinsam eben diese Digitalthemen vorantreiben wollen und das mit den Gruppenstandorten. Und dabei gibt es verschiedene Formate, wo wir die sehr stark miteinander verzahnen, sodass wir dann eben im Endeffekt auch so ein starkes digitales Netzwerk haben über die Gruppe hinweg, kommend aus einer sehr dezentralen Struktur mit dezentralen starken Häusern, muss man ja auch sagen. Also wir sind ja primär in Bayern und Baden-Württemberg unterwegs, also auch in starken wirtschaftlichen Strukturen. Jedes Haus für sich, Augsburger Allgemeine, Mainpost, Südkurier und auch der Allgäuer Zeitungsverlag, sind für sich erfolgreiche, starke Häuser. Nur sehen wir auch im Digitalen, dass eine Bündelung viel Sinn macht und wir einfach mehr Geschwindigkeit und am Schluss dann auch damit für jeden Einzelnen nochmal mehr wirtschaftlichen Erfolg dann auf die Straße kriegen, wenn wir die Themen zusammen gemeinsam machen. Wie ist konkret die Aufgabenteilung zwischen dem Digital Hub und jetzt beispielsweise den Digitaleinheiten bei der Augsburger Allgemeinen und Südkurier? Also es kommt auf das Themenfeld an, aber im Endeffekt kann man sagen, dass wir bei jedem Thema versuchen, eine Technologiegleichheit herzustellen. Also das heißt, gemeinsam Technologieprojekte auf die Bahn zu schieben und Technologieauswahl zu treffen und dann im Endeffekt auch ein Technologie-Setup zu integrieren und da im Endeffekt dann auch die Chance haben, zum Beispiel Learning-Effekte von dem einen Standort in den anderen Standort zu übertragen. Ganz konkret ist es so, dass wir immer Projektmanager haben und Verantwortliche, die zentral im Hub die Projekte leiten oder die Technologie steuern und aber immer ein Sparringspartner oder mehrere Sparringspartner in den Standorten. Und auf einer strategischen Ebene haben wir, das haben wir auch schon länger, ein Board digital, wo wir quasi alle Digitalverantwortlichen der Standorte mit drin sitzen haben und wir dann im Endeffekt auch die Digitalagenda und die Digitalstrategie der Mediengruppe steuern.
Spannend. Und konkret bei der Einführung von den Digital Subscriptions, wie seid ihr da vorgegangen und wie habt ihr das da organisiert bei Augsburger Allgemeine und Südkurier? Also da muss man ja sagen, auch wir treffen uns ja heute auch, um ein bisschen über das letzte Jahr zu sprechen, wo wir uns ja auch für Piano entschieden haben und quasi den Weg da gemeinsam ein Stück weit gegangen sind. Wir haben ja davor auch Digital Subscription oder Paid Content Angebote gehabt in allen Häusern mit unterschiedlichen Technologien. Und da ist, glaube ich, genau dieser Knackpunkt. Also wir wollten auch eben gemeinsam ein Technologie-Setup entwickeln. Es gibt in den Standorten auch eigene Units, also zum Beispiel die Conversion Unit, die dieses ganze Thema Paid Content wirklich als 100% Job macht, wo wir eben sehr nah auch in den Redaktionen sitzen und wo die Kollegen, die Produktseite, die Inhaltsseite, das Marketing und so weiter steuern. Und jetzt haben wir eben auch die Chance, dass wir gruppenweit Learnings schneller austauschen können, Tests schneller fahren können, Dinge, die beim Südkurier funktionieren, schneller nach Augsburg übertragen und andersrum. Und jetzt auch die anderen Standorte sukzessive, also ist der Roller quasi gerade im Gange, also auch mit Kollegen in Würzburg und in Kempten, wo wir die Technologie gerade ausrollen. Ihr hattet ja, also gerade bei der Einführung von Piano unterschiedliche Schwerpunkte beim Südkurier und bei der Augsburger Allgemeinen. Beim Südkurier war ja ein sehr starker Schwerpunkt auch auf den Recommendations. Wie sind da eure Erfahrungen und hast du da vielleicht Empfehlungen, die du weitergeben kannst? Also ich glaube, den Luxus, den wir haben, ist, dass wir eben verschiedene Medienmarken haben mit starken Redaktionen auch und starken eigenen Technologieteams. Und deswegen können wir im Endeffekt auch verschiedene Schwerpunkte setzen. Das ist ja auch, wenn du quasi nur eine Marke hast, dann schwieriger, weil du sagst, du setzt vielleicht auf ein Pferd und so können wir quasi parallel Dinge testen und einfach damit beschleunigen. Das Recommendation-Thema ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, weil am Ende wollen wir auch, und wir sehen ja auch beim Hub, das eben nicht nur als Technologie-Hub, sondern auch als Daten-Hub. Und es geht darum quasi, dass wir mehr über unsere Nutzer lernen, mehr über unsere Produkte lernen, mehr über unsere Inhalte lernen. Und gerade bei den Recommendations, die Artikelempfehlungen sozusagen oder die Inhalteempfehlungen, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil auf diesem Weg, weil wir da auch sehen, dass wir gegenüber auch anderen Technologien, die wir vorher hatten, hat uns Piano ein Stück weitergeholfen. Also wir fahren da einen besseren Faktor, was auch Click-Through-Rates anbelangt und was die Einzahlung dann auf Retention und auch Engagement anbelangt. Also wenn ich halt es schaffe, den Nutzer wirklich Inhalte genau zu dem Zeitpunkt zu zeigen, an dem Ort zu zeigen und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass genau sich dieses Themenspektrum interessiert, dann schaffe ich einfach ein besseres Nutzungserlebnis. Und du hast ja nach der Empfehlung gefragt, also was man sicher sagen kann, ist, dass man gerade bei Machine Learning Themen und auch bei Automatisierung von Inhalten, wenn man im Endeffekt die Hausaufgaben macht, das Regelwerk gut aufstellt, dass man mutig sein muss. Also, dass man auch keine Angst haben sollte und dass es auch darum geht, auch in den Redaktionen zu sagen, dass es wichtig ist, dass die Maschine einfach zum genauen Zeitpunkt Inhalte ausliefert und wir schon auch sehen, dass diese Automatisierung wirklich ein kritischer Erfolgsfaktor wird. Und wir sehen das ja auch bei anderen Vorbildern, sei es jetzt Spotify oder sei es Netflix, dass es schon auch darum geht, dass das Produkt und dass das Angebot dich als Nutzer bestmöglichst kennt. Und wir sprechen da auch so ein bisschen von dieser Direkt-Nutzer-Produkt-Beziehung. Und am Schluss ist es im Endeffekt wie ein guter Freund sozusagen, der genau weiß, was du dich interessierst, was dich auch bewegt. Und dass wir da entsprechend aus dem reichhaltigen Inhalteportfolio, das wir auch haben, dann auch zeigen, was dich wirklich interessiert. Und dieses Match ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil das auch die Chance bietet, einfach aus diesem großen Inhaltekatalog auch daran weiterzuarbeiten, dass man eben die Retention erhöht und dass wir in dem Produkt selber auch zeigen, schau mal, wir haben ganz, ganz viel und binden die Leute einfach länger an uns, dass sie einfach auch mehr Media-Time haben und damit natürlich auch längere Haltedauern in den Abonnements. Bei der Augsburger Allgemeine und war der Schwerpunkt am Anfang ein anderer, ne? Da war der Schwerpunkt mehr auf Neuzugängen und Abos, ne?
Also die Augsburger Allgemeine, die Kollegen vom Conversion Team machen ja da auch schon seit einigen Jahren einen ganz tollen Job, was das Thema Kombination Marketing und Inhalte anbelangt. Und mit der Technologie versuchen wir das ja auch weiter zu unterstützen. Das hat quasi genau da den Aspekt, dass wir Marketingaktivitäten zum Beispiel testen können. Also stärker auch nochmal zum Beispiel AB-Tests machen im Marketing. Ein Thema, was zum Beispiel, was wir sehen, dass es wirklich gut funktioniert, sind zum Beispiel Ribbon-Werbeflächen, wo wir auch mit deinen Kollegen, wie zum Beispiel Michael Silberman, eurem Strategie-VP, ja auch immer diskutieren, okay, was kann man noch machen? Und das ist so eines der Themen, wo wir sehen, da hat sich es ganz gut entwickelt, weil wir die Werbeform dann im Endeffekt auch mit Piano verknüpfen können und da einfach auch sehen können, was funktioniert nicht. Und auch da wieder auf Basis der Daten bessere Tests fahren. Das sind wir noch nicht und da hatte ich auch kein Geheimnis. Das ist eine Reise, die man beginnt. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt. Gerade wenn es um Daten geht, muss es einem immer klar sein, dass es gerade am Start vielleicht auch mal nach unten gehen kann. Aber dass man dann im Endeffekt mit der Zeit, je länger die Maschine lernt, immer besser wird. Mhm. Und wir gerade auch im Endeffekt in diesem Dreieck, in dem wir uns bewegen, also Technologie, Inhalt und Marketing, dass das miteinander funktionieren muss und dass die Prozesse stimmen müssen. Weil die Technologie alleine, so gut sie auch noch sein mag, unabhängig jetzt mal von Piano oder anderen Anbietern, es funktioniert nur in diesem Dreieck. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben jeder Part, der da eine Rolle spielt, dann auch seine Aufgaben kennt und man dann gemeinsam in eine Richtung zieht, um dieses Dreieck bestmöglichst zu optimieren und dann am Schluss auch einen wirtschaftlichen Erfolg daraus zu generieren. Ja klar, das sehen wir bei allen unseren Kunden letztendlich. Also so eine Technologie oder auch eine strategische Unterstützung kann natürlich immer nur ein Teil von so einem Dreieck oder Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren sein. Also das ist immer ganz wichtig. Ihr wart ja so vor einem guten Jahr einer unserer ersten Kunden in Deutschland, der halt die DMP, also das ist ja der Teil, den wir von C-Sense damals gekauft haben, gemeinsam mit Piano, also dem Composer, unserem User Journey Engine eingesetzt haben. Und das war für mich immer für mich spannend, weil ihr wusstet quasi, dass das zusammengeht, bevor wir das wussten. Also der Jürgen damals hat mich halt immer schon gefragt, hast du irgendeinen Kunden, der halt C-Sense und oder die DMP von C-Sense und Piano zusammen einsetzt? Und ich konnte ihm lange Zeit nichts machen, bis ich ihm sagen konnte, wir gehen zusammen. Aber ihr wart quasi, ich glaube, der allererste Kunde, der das gemeinsam dann genutzt hat. Wie waren da eure Erfahrungen so im ersten Jahr am Anfang und allgemein? Wir hätten Piano nicht genutzt, wenn es diesen Merger nicht gegeben hätte. Also das ist, glaube ich, auch, wie du richtig sagst, also es war vielleicht auch unbewusst immer der Hinweis drauf, dass da eigentlich so ein Puzzlestück fehlt. Und das glaube ich, und da kann man sagen, dass das definitiv der richtige Weg ist. Für uns natürlich ein bisschen anstrengend, weil wenn man so Post-Merger-Integration-Themen sieht, müssen Sachen natürlich erst zusammenwachsen. Also das heißt, da sind wir den Weg auch mitgegangen. Ich glaube, es funktioniert nur so, dass man auch eine integrierte Data-Management-Plattform betreibt. Und von daraus war das, glaube ich, für Piano der richtige Schritt und für uns quasi eigentlich alternativlos. Also wir haben uns auch erst für Piano entschieden, als wir wussten, dass es diesen Zusammenschluss gibt, weil wir ansonsten im Endeffekt wieder mit zwei Partnern gearbeitet hätten. Deswegen auch im Vorfeld da eben ganz genau reingeguckt haben, wie sieht diese Technologieentwicklung aus, wo geht die Reise hin. Das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und wir haben natürlich schon auch gemerkt, weil wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann wir den Vertrag unterschrieben haben, kurz nach auch dem Zusammenschluss von C-Sense und Piano, dass da natürlich noch auch einige Themen prozessual bei euch oder bei C-Sense lagen. Aber wir sehen schon auch, dass diese Technologie jetzt einfach weiter zusammenwächst. Und das ist, glaube ich, die Empfehlung, die man geben kann, schon sich im Vornherein Gedanken zu machen, wie muss so ein Tech-Stack am Schluss aussehen und welche wichtigen Themen brauche ich, damit es am Schluss dann auch harmonisch funktioniert. Mhm.
Und als letztes, weil wir haben fast schon 20 nach, kannst du uns noch einen kurzen Ausblick auf die Zukunft geben? Also welche Themen werden euch in der zweiten Hälfte des Jahres oder vielleicht auch im nächsten Jahr dann beschäftigen? Ja. Also ich habe ja schon gesagt, wir befinden uns ja auf dieser Reise. Mit dem ganzen Thema Paid Content sind wir auch schon länger unterwegs, aber gerade was die Technologie und eben dieses Dreieck anbelangt, Koordination aus Marketing, Inhalt und Technologie, das ist was uns immer weiter umtreiben wird. Und das werden wir weiter versuchen zu beschleunigen, werden da auch weiteres Know-how aufbauen, um dann die Medienmarken auch bestmöglich zu unterstützen. Wir hoffen auch darauf, dass wir weitere strategische Ideen und Unterstützung auch aus eurem Haus bekommen, dass Piano uns da entsprechend auch als Bearings-Partner unterstützt. Wie gesagt, die Technologie ist das eine, aber am Schluss geht es darum, wie wende ich dieses Thema an, wie schaffe ich es, dass ich die Technologie beschleunigen kann mit Impulsen. Da hoffen wir auch sehr drauf, dass ihr euer Benchmark weiterentwickelt, dass man zwischen den Kunden stärker lernen kann und schauen wir natürlich auch immer wieder kritisch drauf und reviewen die Technologieumgebung in der Form, wie weit es uns hilft und wie stark wir damit eben Dinge im Marketing oder auch im Produktmanagement beschleunigen können. Und ich glaube, ihr habt ja auch eine Strategie, im Endeffekt auch weitere Know-how-Felder aufzubauen, teilweise organisch, teilweise anorganisch, mit weiteren Teams, die ihr dazunehmt und zukauft. Mhm. Das finden wir positiv, weil wir auch glauben, dass im Technologieumfeld es da noch Bewegung geben muss. Also das ist quasi auch im ganzen Thema Tracking-Umgebung, Cookie-less, First-Party-Data, das sind alles wichtige Themen. Das ganze Datenschutzthema ist uns auch sehr, sehr wichtig. Also das heißt, wir müssen da auch schauen, wo geht die Reise für uns technologisch da weiter, dass wir da auf einer sicheren Seite sind. Und dabei hoffen wir, dass wir da gemeinsam dann voranschreiten und dass wir da gemeinsam Pläne machen, wie wir quasi diesen strategischen Prozess weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, auch so eine Empfehlung für gerade Pay-Content-Technologie-Themen. Es funktioniert, glaube ich, nur, wenn auch der Technologiepartner strategisch mitdenkt, weil die Prozesse gerade, also es sind ja auch Transformationsprozesse in den Häusern und weil die Herausforderungen eben nicht nur technologisch zu lösen sind, sondern eben integrativ mit anderen Inhaltsfeldern und es funktioniert nur, wenn man da eben auch im Produkt gemeinsam mitdenkt und da auch Impulse vom Technologiepartner bekommt. Nee, das machen wir natürlich gerne und freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit und danke für den Hinweis. Also das sind natürlich abschließend die beiden Themen, die uns jetzt am meisten beschäftigen quasi in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch im nächsten, ist halt einmal First-Party-Data-Acquisition, also ganz, ganz wichtig. Und natürlich hat Piano jetzt vor, ich weiß gar nicht, ich glaube vor 6, 7 Wochen oder sowas haben wir eine weitere Firma übernommen, einen Web-Analytics-Anbieter namens AT Internet, also den wir jetzt natürlich dann auch integrieren werden. Hat man bei dem Strategietag ja auch ausgiebig drüber gesprochen. Das finde ich übrigens gut, das kann man auch nochmal erwähnen. Also die Bereitschaft auch, wir machen das ja bewusst, also so Strategietag-Sessions auch mit verschiedenen anderen Kollegen und Anbietern, das ist wichtig und da müsst ihr auch, also kann ich nur empfehlen, auch für Leute, die sich dafür interessieren, auch mal so eine Session zu machen, um einfach das Thema ganzheitlich zu durchdenken und nicht nur zu überlegen, welche Schnittstellen brauche ich und wie setze ich die Technologie ein. Ja, klar, das ist halt nicht nur ein technisches Thema, sondern vor allen Dingen, wie du schön gesagt hast, ein Dreiklang-Thema, wo ich halt ganz einfach das Ganze auch vom Marketing und Inhalt her denken muss. Ja, vielen Dank, Daniel.